Und willkommen bei Resident Evil 3, dem Remake. Wir haben Teil 1 und 2 jetzt endlich super durchgespielt und wir nähern uns auch so langsam dem 8. Teil, beziehungsweise dem Datum, den 7.5. Wir starten heute am 2. Mai den dritten Teil des Remakes von Resident Evil 3. Und ja, wir haben es wahrscheinlich nicht ganz geschafft, alle durchzubringen bis dahin. aber naja, gut, macht jetzt auch nichts. Wir sind auf jeden Fall wieder im Doppelpack am Start mit Alex und mir, André. Wir spielen heute mit Jill Valentine. Sie darf jetzt auch endlich mal einen Einsatz bekommen, nachdem wir im ersten Teil mit Chris Redfield gespielt haben und im zweiten Teil mit Leon S. Kennedy. Darf dann jetzt auch im dritten Teil Jill endlich mal zum Einsatz kommen. So, ja, wir haben den zweiten Teil mit Leon, wie lange haben wir gebraucht? 6 Stunden, 7 Stunden? Ja, ungefähr so. Ungefähr so 7 Stunden circa haben wir gespielt. Auf jeden Fall nicht so lange wie der erste. Nicht so lange wie der erste, stimmt. Der erste haben wir ja gefühlt 15, 20 Stunden gespielt. Am Ende waren es dann angeblich nur 8 Stunden oder sowas oder 7 Stunden, irgendwie so um den Dreh. Den zweiten haben wir auch in ein Stück dann durchgespielt, die ganze Nacht einmal durch. Und ja, es hat sich jetzt nicht gezogen, würde ich sagen. Es war schön abwechslungsreich, ne? Und ja. Hat schon echt Spaß gemacht, auch wenn die Augen immer ein bisschen schwerer wurden. gut, wir sind jetzt beim dritten Teil angekommen. Der dritte kam ja im letzten Jahr 2020 raus. Das ist also derzeit der aktuellste Teil von Resident Evil. Ich habe ihn ja schon jetzt ein paar Mal durchgespielt. Wir haben jetzt schon mal ganz kurz hier geschaut bei Ergebnisse. Und da kann man sehen, innerhalb dieses einen Jahres, jetzt habe ich mich schon mal echt so ein bisschen reingekämpft. Also ich habe ihn einmal bei Standard angefangen. Da habe ich... Ja, Rang C, ich habe Tatsache, oh doch, 6 Stunden habe ich doch, da sieht man es ja. 6 Stunden habe ich gebraucht, 5 Stunden, 50 Minuten Abschlusszeit. Das war doch ganz schön lange, aber da habe ich auch wirklich bei den Endgegnern, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, habe ich wirklich lange gebraucht, weil ich am Ende mich zu viel verballert habe mit den Munitionen und dann musste ich beim Endgegner hin und wieder immer mal messern und das war nicht so schön. Dann habe ich das Spiel nochmal auf das Assistiert, leichteste, da habe ich sogar nur 2 Stunden 41 gebraucht. Das war schnell. Und dann habe ich es nochmal auf Veteran. Da habe ich tatsächlich 7 Stunden gebraucht. Das war wirklich eine Qual. Also richtig eine Qual. Guck mal, ich habe beim Assistiert hab ich nur einmal gespeichert. Keine Tode. Keine Tode, einmal gespeichert. Jetzt kannst du mal sehen. Guck mal, ich bin 68 Mal draufgegangen. Ey, bei Veteran. Das ist ja Wahnsinn. Und 52 Mal habe ich sicherheitshalber gespeichert. Und hier Abschlusszeit kannst du jetzt am unten sehen, was Tatsache dann wohl ist. Also ich habe dann eigentlich nur... Guck, ich habe genau 4 Stunden gebraucht bei Veteranen. Wenn man jetzt das alles nicht mitzählt. 2,5 Stunden bei beiden so. Und, keine Ahnung, wie das gezählt wird jetzt. Abschlusszeit. Weiß ich nicht, wie die ja, das zählen. Du kriegst nur den Rang, wenn du so und so viel... in so und solcher Zeit das durch hast, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, kann sein. Ah ja, aber ja genau, unter 4 Stunden oder sowas oder unter 2,5 Stunden eigentlich. Speicherzähler da 5, das andere verstehe ich nicht, warum dann da nichts ist. Naja, auf jeden Fall. Also ich habe auch einmal, da warst du ja ganz kurz dabei, da habe ich ja den Albtraum einmal auch, glaube ich, angemacht. Okay. Das war, wo du letztes Jahr einmal ganz kurz reingeschnuppert hattest am Anfang. Und Albtraum war wirklich ein Albtraum und ich weiß nicht, also ich kann das nicht, ich würde es niemandem zumuten, das Spiel auf Albtraum zu spielen, weil Veteran war schon nicht so schön, sag ich mal. Aber irgendwann vielleicht versuchen wir es nochmal auf Albtraum, das würde mich immer reizen. Aber man kann das Spiel eigentlich auch wirklich sehr gut spielen, ohne zu schießen, ohne irgendwie, man kann sich gut durchmogeln, sag ich mal, durch das Ausweichen halt. Ja. Wir spielen es auf jeden Fall auf Standard, es reicht auf jeden Fall. Ein bisschen flüssiger wird hier. Es geht ein bisschen flüssiger, dauert nicht ganz so lange. Wir kennen ja das Spiel auch schon, deswegen wollen wir auch nicht so lange damit die Zeit verplempern. Und ja, ich hoffe, 6 Stunden, 5 Stunden 50, ich würde sagen, wir schaffen es auf jeden Fall unter 5 Stunden. Wenn wir das gut machen am Anfang, wenn wir nicht zu viel verschießen. Aber ich glaube, bis wir da wieder flüssig reinkommen mit diesen Ausweichen und das wird 1-2 Stunden dauern. Das wird 1-2 Stunden dauern und dann sind wir da. Geht das besser auf jeden Fall. Das stimmt. Also, 1, 2, 3, das ist jetzt der vierte Durchgang für mich. Für dich auch wieder das erste Mal, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Ja. So richtig, das erste Mal, bis auf das Reingeschnuppere. Und ja, dann starten wir auch ein neues Spiel. Auf Stufe Standard. Und dann geht das los. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, weil der dritte macht echt Spaß. Möchtest du wieder anfangen? Ich fange an, ja. Du fängst wieder an, sehr schön. Unterschiede zwischen den beiden?
Ah ja, genau, natürlich. Also das Gameplay selbst nicht, kein Unterschied. Jawohl, ich mach mal erstmal den Ton an und dann vielleicht wieder. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. So, da sind wir wieder zurück bei Resi 3. Ja, das Ganze noch in der Ego-Perspektive, so wie Teil 7 mittlerweile ja ist. Oder auch der neue Teil 8, aber das legt sich ja. Und genau, Resident Evil 3 spielt vor und nach Teil 2. Also wir haben ja mit Leon im Polizeirevier gestartet die ganze Zeit und da kommen wir mit Jill ja auch noch hin. Aber noch bevor überhaupt Leon da angekommen ist. Also wir sind dann erstmal vor Leon noch im Polizeirevier und irgendwann ist das Spiel dann so angekommen, dass wir dann nach der Story von Leon dann auch so ein bisschen weiter sind dann schon. Ja. Aber ich glaube, das kriegt man gar nicht so mit, so diesen Sprung, diesen Zeitsprung. Okay, aber hier können wir uns noch keinen Charakter auswählen oder so. Nee, genau, also hier haben wir nur einen Charakter, das ist Jill, aber wir spielen später noch mit Carlos Oliveira. Okay. Also es ist alles in einem drinne. Ich hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn Teil 3 jetzt nur in der Grafik gewesen wäre. Aber das würde dann auch keinen Sinn machen, irgendwie, wenn man den dritten Teil von damals so nachmacht. Ja. Dann wäre es ein krasses Remake gewesen. Da sehen wir uns. Da ist sie, die Jille. Hier läuft das Wasser. Blut. Yummy, yum. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das nach dem ersten Teil spielt. Der dritte. Sind ja auch nur minimal. Also von der Zeit her ist es, glaube ich, genauso. Also, ich glaube, der kam 98, glaube ich, raus. Der dritte. 98, 99. Der erste war, glaube ich, 95. Aber irgendwie sowas von dem Dreh. Da kann man es doch sehen hier, dass das da. Shit, guck noch mal hin. Steht denn da? Guck mal, was steht denn da? 30.
Nee, 28. Wir haben den 28. September, aber ich sehe das Jahr nicht. Komm, kannst du drück mal drauf. Noch 3 Tage, dann kann ich mich. Dann kann mich diese Stadt machen. Ja. Das ist ein sehr kleines Apartment irgendwie. Ein kleines Zimmer. Mit schlechten Empfang. Ne? Schlechten Empfang. Also die verdient als Polizistin anscheinend nicht so viel Kohle. Was ist da draußen los? Ich mach uns noch ein bisschen cleaner hier. Zack, oh, ein bisschen. Ja, den werden wir jetzt sehen, wenn wir das Licht anmachen. Ja, jetzt müssen wir das Licht anmachen können. Tada! Was haben wir denn da für ein Outfit? Ach, das ist das ist das lustige Outfit aus dem ersten Teil. Hätten wir noch Outfit wechseln können. Aber macht nichts. Ist auch schick. Yeah. 28. September. Irgendeinem Jahr. 20:07 Uhr. Ich glaube, dass das Telefon klingelt. Ist doch ganz schön dunkel, ne? Irgendwie. Warum sind die immer so dunkel? Bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine. Good morning! Ach, mir ist ja abends. Husch foliert, der Junge. Scheint er nicht so zu jucken. Was zur Hölle ist das denn? Ja, dann laufen wir mal, ne? Guck mal, kannst du eh, glaube ich, nichts machen. Voll krasse Ausrüstung, überall was. Ich hab keine Waffen dran, alles leer. Ist auch schon mal schön, dass er teilweise hier speichert. Ich glaube, der kommt. Kommt er da? Nee. Ich habe auch jetzt. Bei allen dreien Durchgängen habe ich nicht einmal mir wirklich Zeit genommen, mich das mal anzusehen, alles. Ich habe immer Angst gehabt, dass der jetzt wirklich kommt. Hm. Und irgendwie man so wirklich hektisch ist, aber. Studieren hier überall. Stadt außer Rand und Band. Yeah, Slow Motion. Das ist ein Würmchen. Aber den dritten finde ich echt krass, wie anders der ist zum Spiel, zu dem Original. Du hast ja wirklich hier keine hier irgendwelche Rätsel, die du hier machen musst. Also ich habe ja auch Teil 3 ist auch noch gar nicht so lange her, wo ich es gespielt habe. Und da waren so viele Rätsel noch im Original. Okay. Und hier ist ja wirklich gar nichts an Rätsel. Ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, was hier für schwere Rätsel waren. Im zweiten hast du wenigstens noch ein kleines Schachspiel gehabt. Hier läuft es aber wenigstens in eine schöne Stadt rum. Das ist ganz cool gemacht. Run. Ich werde nicht mal angefangen. Die ist jetzt schon total platt. Kann nur humpeln.
Also mit dem Outfit vom ersten Teil, da sieht die wirklich sehr nah an dem ersten Teil aus, so finde ich. Der kurzen Frisur. Das ist auch, glaube ich, der Typ, der im ersten Teil bei der ersten Szene so in diesen Wurm hier so reingekriegt hat, falls du dich noch daran erinnern kannst. Als Nemesis das erste Mal kam im Spiel. Der kommt ja hier echt früh schon. Kriegt ja gleich hier seinen Auftritt schon am Anfang. Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Überall zum Müs. Ja, gute Brad. Sorry. Ich will, aber die sehen auch cool aus, die Zombies. Also das ist wirklich cool gemacht. Eine Menge. Was soll ich meine Patronen nicht? So, der Typ, der macht auch keinen Sinn irgendwie. Der hat im Original ja noch einen großen Part eigentlich gehabt, so am Anfang. Da musste ja noch so seine Tochter eigentlich finden. Das hast du hier so gar nicht. Also er kommt mal kurz vorbei und dann ist schön, dass du nochmal da warst. Wir haben halt nicht gedacht, als wir das Spiel nochmal neu gemacht haben. Ja. Also war vielleicht nicht so wichtig. Ah, ich glaube auch nicht. Aber wenn du überlegst, das Gameplay ja da wirklich nur, das ist ja so kurz. Also das ist das Einzige, was mich stört, dass das Spiel halt wirklich so kurz ist. Das hätte man so ruhig 2-3 Stunden länger machen können. So wie der zweite Teil war ja auch okay, von der Länge her. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, muss ich jetzt keine 20 Stunden an Spiel haben, so wie hier der sechste Teil, meine ich. Der ging mir echt zu lange. Dafür, dass es halt auch noch so schlecht dann war. Aber ein paar Rätsel hätte ich mir schon gewünscht. Ja, es macht auch so ein bisschen Resident Evil aus. Hm. Nicht nur irgendwo von A nach B kommen, sondern irgendwas dazwischen dann noch. Wenn wir schon von A nach B und wieder zurück, ne, dann schon mit Rätseln. Schnell, schnell, schnell. Also Top 10 mäßig ist das hier schon wirklich top, also das Spiel. Nicht so gut wie der zweite, aber auch gut.
speichert auch immer schön von alleine. Okay. Oben. Also gibt auch keine. Doch, aber können auch speichern. Okay. Aber bei einigen Dingen speichert er von alleine wieder. Bin ich ja immer ein Fan von. Ja, das war's mit der Rettung hier, ne? Ja. Guten Updates. Du musst auch gar nicht viel machen bisher, ne? Das Spiel läuft jetzt schon so ein paar Minütchen. Immer mal so einen Knopf drücken, zwei Knöpfe drücken. So eine sehr lange Einführung. Kommt denn die Würmer raus, wenn du nicht aus der Hand raus, oder? Spider-Man ist das eigentlich. Spider-Wurm. Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Vielleicht finden wir hier noch so ein paar Krakoon-Viecher zum Abschießen. Ist ja noch wieder, ne? Ja, ich habe noch nicht alle gefunden. Wir haben bestimmt schon zwei verpasst. Stimmt. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Dasselbe Spiel besteht nur aus Filmszenen. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Was gibt's denn hier so für Filme? Das ist gut. Ich mal googeln. Googeln, ob es die Filme wirklich gibt. Ich glaube nicht. Weiß, was er will, und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Oh, die PlayStation arbeitet echt krass. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasures. Ja. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Nope. Komm, hier geht's lang. Die sehen aus wie bei Dr. Mario, diese Viecher. Party, Party. Party Clown. Jo, das sieht geil aus. Ne? Skullstalker. Terminator. Die junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Frau Valentina. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor
Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Dafür, dass die Pandemie da gerade erst ausgetreten ist, leben da auch echt wenig Menschen mittlerweile nur noch. Ich habe kaum noch Menschen da gesehen. Ne? Das ist ganz schnell wahrscheinlich. Die paar da noch im Zug wieder sind. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir. Supercop. Ich weiß, was das ist. Okay, uns laden zuerst. Jo. Gut, klar, zuerst. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Da ist was auf der Bank. Was ist auf der Bank? Da draußen. Da links da. Munitionshandbuch. Braucht den Munitionshandbuch. Kann sie wieder hier mixen. Ja. Ist eh immer irgendwie vorgeschrieben, was man findet und was man dann mixen kann am Anfang. Als ob man jetzt so lange wartet, bis man was anderes bekommt zum Mixen. Kannibalen. Ganze Geschichte. Gibt's da irgendwas da drinnen? Nee, nee. Nicht irgendwo eine Figur versteckt oder so? Nee. Sieht einfach nur schick aus. Ja, Mann. Jugendkreuz. Das ist so viel Platz. Mal Schießpulver und dann wahrscheinlich nochmal dasselbe. Ja, hier ist es so. Ach ja, und hier können wir unsere tollen Kisten wieder zerschroten. Die waren jetzt beim zweiten Teil noch gar nicht da, ne? Nee. Ja, stimmt schon. Ja, dann müssen wir wieder aufschließen. Ne, müssen Dietrich. Kriegen wir. Dietrich, ja. Ich habe auch immer, ich habe bei allen drei Versuchen, habe ich immer versucht, alles wirklich zu bekommen und freizuschalten und aufzumachen, was es geht. Ich habe immer irgendwas vergessen. Du kannst ja wieder sehen, ob du schon alles schon geschafft hast, ne, auf der Map. Oder nicht. Also wie, ja. Das, so wie das da aufgebaut ist im dritten Teil, finde ich das eigentlich echt cool. Also rechts auch wieder Waffe. Messer haben wir ja, ne? Messer haben wir. Genau. Dann mach mal hier die Kiste auf. Hier, die genau. Das ist so wie bei Resi 4. Den Kisten zerschroten. Okay. Kannst du auch dann mit dem Steuerkreuz unten oben, kannst du schneller wechseln. Tada. Gut. Mal das kombinieren hier. Da geht's nicht mehr. Kräuter. Kräuterhandbuch. Hm. Cannabis. Wie kommt das denn hier rein? Da ist eine Schreibmaschine und Truhe. Was haben wir denn da?
assistiert. Achso, das habe ich ja genau. Das 3.5.2020. Das ist jetzt Tatsache ein Jahr fast her. Ey, Wahnsinn. Letztes Jahr, 3.5. haben wir es gespielt. Jetzt haben wir den 2.5. Das ist ja verrückt. Hättest du aber auch überschreiten können. Also, das ist schon durchgespielt da oben. Okay. Glaube ich. Das ist schon. Das ist ja verrückt, ja. So, was steht hier? Ja, da auch rätselmäßig da. Drei Kristalle oder so. Guck mal in die Truhe rein. Können wir schon mal ein bisschen was hier. So, und dann haben wir unsere schönen Sachen. Guck mal, wir haben einen Bolzenschneider, den können wir schon nutzen. Wir haben unseren Hotdogger. Hier, den Dietrich können wir gleich mal mitnehmen. Dann können wir gleich mal hier uns mal ein bisschen... Das Messer können wir ja mal tauschen zum Hotdogger. Und den Bolzenschneider kannst du auch schon mal mitnehmen. Ja, die, weiß ich nicht, unendlich Pistole können wir, müssen wir nicht. Ja, ich würde sagen, nein. Machen wir nicht, ne? Gut, da oben hier, die Gürteltasche. Nice. Den können wir auch gleich da hinten nochmal auf. Ja. Schrotmunition schon. Weil die brauchen wir auch noch nicht. Weil die verstauen wir mal wieder. Naja, die dauern noch ein bisschen. Okay. Brauchen wir das niedrig nochmal? Ja, lass den ruhig. Den brauchen wir ein paar Mal noch. Kann immer nochmal. Guck mal, ob die Karte. Achso, nee, die wird so oder so rot sein. Wegen dem. Wo ist jetzt die Karte? Guck mal, nee, im Mittel, hier, die Mitte. Genau. Genau, das ist sowieso rot. Junge, es ist so dunkel. Aber das Dagger, das sieht geil aus, das leuchtet richtig, ja. Das Lichtschwert, ey. Lichtmesser. Wir Überlebende, wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Ja, wir keine Munition mehr haben, dann holen wir uns die Unendlich-Pistole. Können wir doch ein bisschen ballern eigentlich mit der Pistole. Das kann er schon mal. Das ist schon mal, ne? Ist ja ganz verwirrt alles. Was ist da passiert? Bleibt doch auch nicht immer jetzt. Hab nicht immer, okay. Ja, dann geht's. Muni? Muni. Die lacht über den Nieren. Glatt übersehen. Das ist aber echt düster. Ja, da ist noch einer. Ist auch kein Automatik jetzt eingestellt, ne? Bis 10. Dann braucht den Automatik. Ja. Wenn es so wie im zweiten Teil läuft. Sollte aber reichen mit der Muni. Ja. Bauen. Ist noch gut. Oh, die Super Soaker. Hier, da kannst du rein in den Laden. Wie rein? Kannst mit dem Dietrich wieder. Das ist cool, kann man gleich alles aufmachen. Mega Man. Nee, das ist Arthur. Ach da, das ist Arthur, da steht Mega Man da groß. Huh. Sieht auch komischer Mega Man. Was haben wir hier? Schmuckkästchen, da ist glaube ich so ein Diamant drin.
Okay, Diamant. Genau, ich hatte letztes Mal, beim allerersten Mal habe ich, glaube ich, einen Diamanten vergessen. Das war der hier gewesen halt auch. Achso. Sind das die Figuren, die man abschießen muss? Ja, das sind diese Figuren. Toy Uncle. Dann gibt es bestimmt hier schon mal einen. Ja, aber den habe ich schon getötet, also abgeschossen. Den hatte ich schon mal gehabt. Die kommen auch, glaube ich, nicht wieder dann. Den du einmal hast. Wir wollen nochmal zurück den Diamanten gleich machen. Ja. Aber irgendwann bist du in der Lage, da geht das, glaube ich, nicht mehr. Da haben wir auch einen Platz mehr dann im Inventar. Ja. Schon in Ordnung. Wollte gerade sagen. Kommst du durch? Ist ja auch nie weit weg. Ja, genau. Oh. Granate. Ja, immer gut. Ja, die kann man benutzen. Kann das rote Kraut wegpacken vielleicht? Das brauchen wir nicht. Ein grünes, aber ja. Bis dahin. Das ist schön. Geht auch. Ninja. Sicher. Oh, wo kommt der denn hin? Mann. Da war er wieder auf dem Boden. Da ist noch einer. Ist wieder aufgestanden, oder was? Na, also ohne assistieren, ne? Ich glaube, du kannst ja auch wieder zur Not in den Fuß stehst schießen oder ins Bein, damit die umkippen. Okay. Also. Dann kannst du zur Not auch vorbeilaufen. Das war nun das Beste. Du hast denn schon so einige. So, Kiste da. Rechts. Die Kiste? Nee. Da vorne, geradeaus so aus. Da leuchtet schon so. Boah. Oh mein Gott. Assassin. Sicher. Das ist doch, da ist noch was. Das Schießpulver. Guck mal, wie viel Leben du noch hast. Oh. So, die falsche Kiste. Carlos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Sieht geil aus. Wo ist der? Aus der Schweiz erkennt der Typ, ey. Ihr dürft weiter wandeln. Das haben sie vom Original genommen. So mit dem Feuerhydranten. Feuer löschen. Okay. Hm. Nee, es geht nicht. Was denn? Schlauch. Der hilft nichts zu reparieren.
Ach komm. Das dauert auch echt lange, bis man das wirklich richtig gut kann mit diesen Ausweichen. Das ist so spätestens, wenn du beim ersten Endgegner am Kampf dann bist. Dann machst du es dauerhaft. Das ist eigentlich echt cool, wenn man das Spiel gerade das erste Mal gespielt hat auf Stufe normal und dann gleich einen zweiten Durchgang nochmal macht. Dann bist du so unbezwingbar. Im zweiten Durchgang, das ist so krass. Wenn du nicht lange wartest, dann ist es echt geil. Ja. Muni, Muni. Ja, am Anfang hat man noch so relativ viel. Jo, sag ich ja, deswegen, sollten wir uns auch nicht zu viel verschießen, weil die können wir echt gut gebrauchen später noch. Alter, das brennt Tatsache, das Ding. Das ist Tatsache Feuer. Deswegen ist das Ding auch wahrscheinlich hochgegangen. Das kann sein, ja. Aber es ist trotzdem. Ist es tot oder? Sind nicht? Das ist Tatsache tot. Okay. Ja, ich höre auf mit dem Messer. Super Shop. Ich habe in meinem Leben noch nie hier irgendwo bei uns in Deutschland so einen Shop gesehen. Also sowas in der Art, so extremst. Zu ganzen Laden nur, also sowas. Sowas gibt's nur in Disneyland. Ah ja, ist ja gleich da in der Nähe. So, das ist der erste Tod, ne? Der ist auch gespeichert. Der ist jetzt hinterlegt. Okay. Da, kann man da hoch? Ah, ich glaube, du kannst hier überall irgendwo mal in irgendwelchen Ecken hoch. Das ist noch dein Messer, ne? Ja. Das ist echt krass, der Hotdogger. Tja, da frag mich mal, was. Same as dort. Ja. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ist ein Jahr her. Vergessen. Ist bestimmt. Ich hab auch schon Teil 2 wieder vergessen. So schnell geht das. Aber ich weiß, dass das da irgendwo genau die Kombination immer Aqua, Kur, König. Steht dann da irgendwo. Schisspulver Special. Nee, einfach. Das hier ist. Ha! Klar, ey. Das ist aber jemand hektisch. Jetzt leg dich doch hin. Der kommt. Da war keiner, Mann. Wo kommt der her? So wie in jedem klassischen Zombie-Film. Da war doch gar keiner. Wo kommt der auf einmal her? Boah, viel Munition.
Hab ich dich doch gesehen. Dich sehe ich auch. Boah, den habe ich nicht gesehen. Gibt es hier irgendwas? Noch mehr Munition. Da gibt es eine Menge, glaube ich. Links ist auch noch irgendwo. Irgendwo in den Regalen, glaube ich. War da mal was. Da. Hochwertiges Schuss. Ach. Warum springt er denn? Das sieht nicht gut aus. nee. Ja, geht doch. Da ist noch ein Schlauch, siehst du. Aha. Nimm nicht mal viel Platz weg. U-Bahn-Flinte. Ich glaube, die ist hier auch irgendwo, die. Haben wir doch. Das Spray-Mensch. Hat er sich verdient. Und Granaten habe ich auch noch. Ich glaube, du kannst erstmal Leben nehmen. Ja, da können wir auch schon aufmachen. Haben wir alles mit dabei. Ist ja voll gecheatet, Mann. Das ist gekauft, ist das. Alles erkauft. Ah, ich habe keinen Platz. Doch, du kannst das Leben nehmen. Ja. Und, ah nee, doch, Schießpulver kannst du auch kommen. Komm, bestimmt mal, jawohl. Da siehst du. Ist das jetzt grün der Raum da? Ja, blau. War glaube ich sogar eine Tür noch, oder? Eine Tür? Links? Nee. Sah irgendwie nach was aus. Hinter dir ist eine Tür, ja, stimmt. Also ist der Raum. Aha, siehst du den? Habe ich nicht gesehen. Oh, Donuts. Boah, ich krieg Hunger. Oh, Hunger, Hunger, Hunger. Das sieht lecker aus. Ja, komm, ey, wenn man das Spiel schon dreimal durchgespielt hat, dann kann man auch gleich mal am Anfang alles schon haben. Guck mal. Brauchen wir nicht viel laufen. Da sparen wir uns echt eine Menge hin und her gelaufen. Hm. Fertig, ja. Oh, da hinten hat noch was geleuchtet. Ja. Schalt. Rechts, warte mal, rechts, da hinten. Ach, da hinten leuchtet. Nee, das ist. Ach nee, die sind Taschenlampe. Taschenlampe. Dann ist das erstmal fertig. Müssen wir Strom anschalten. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Denk doch nur, ist jetzt Schrotgewehr auch, ne? Ja. Hello there. Hello. Was? Ich wollte kurz sagen. Ja, auch gewundert werden.
Jetzt kannst du auch Bäume treffen hier. Das ist, jetzt hast du Schrotgewehr und so weiter und wieder Leben. Denk wie ein Zombie und beweg dich genauso. Geh da nochmal, ich glaube nochmal rein, da ist glaube ich noch was. Da ist locker noch was. Alles installiert. Da, oder guck mal, Karte. Doch. Leben, wisst ihr? Ah. Die Pflanze direkt voll raus. Haben wir nicht mit. Da ist aber auch noch was in der Ecke. Hass. Die sieht echt gruselig aus, ja. Ja. Das ist ja kein Fass. Nee. Das ist erstmal hier, ne? Kommt ja nicht weg. So, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück, oder was? Den Schlauch einsetzen. Kannst auch noch ein bisschen rumlaufen, da gucken, was da noch so der gibt. Naja, stimmt. Können wir zurück. Da lebt er wieder. Ach, jetzt haben wir nicht geguckt im Aquarium wegen dem Code. Ja, ich glaube, wir laufen noch ein paar Mal lang. Ja, da bin ich. Gehen wir da rein. Ja. Was ist los? Kann ich überspannen? Das kann man genauso wie Leon. Das funktioniert nicht mit dem Ausweichen, ey. Wo kommt der denn her? Lauf! Stimmt, wir müssen wegen dem Strom nochmal zurück dann. Da war ja was. Hm. Ja, das Ding brauchen wir jetzt auch nicht mehr da hinten. Ist jemand hier drin? Aber das können wir wegpacken dann. Ui. Stimmt, wir haben ja noch ein rotes. So viele Sachen. Kannst du mal den, die Zange da, die. Kannst du die packen? Können wir gleich die nächste holen, dann nochmal, ja. Verstauen. Eben, auch nochmal verstauen, eins. Genug. Können wir den da hinten an der Wand holen? Nö, aber dann haben wir alles blau da und dann ist das okay. Ja. Dann wissen wir, ob wir das haben oder nicht.
Aber die Tür hier müssen wir sowieso gleich aufmachen, nochmal dann. Damit, genau. Das war eigentlich nur, wenn man. Eigentlich reizt, dass man da durchgeht. Das ist nur, damit man wieder zurückläuft und nochmal den Schrotgewehr holt. Ja. Das haben wir halt dann schon gemacht jetzt. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Nein, bitte! Jawohl. Was soll das? Er war infiziert. Wie leicht war er infiziert? Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Ja. Trainingsprotokoll. Sister, me. Und Blut. Man, die Quatschen, ne? Das weggepackt, das andere. Glaube ich. Gar nicht mitgenommen. Ja. So. Kannst du die Taschen aber eigentlich anmachen? Mit, nee. Nee, mit erst drei? Nee, ne? Hm. Wow. Wow. Da sind sie alle. Hinter das Schrotgewehr. Ich fäll, was war das denn? Das ist ganz komisch. Die nichts merken. Klar, es sind Zombies. Die spüren sowas nicht mehr. Speichern wir mal. Hm.
So, hatten wir hier noch was? Muni, kannst du noch mitnehmen? Ich glaube, da ist ja eigentlich noch was. Hm. Vom Schloss, glaube ich, an der Seite. Da hinten an der Wand. So, das ist ein Eingang. Hier noch eine Tür. Aber da ist noch was am Anfang. Gut. Nichts. Na gut, dann haben wir wieder ein bisschen Munition. Lecker. Ist aber echt viel Leben, ey. Ganz gewacht. Jetzt kommen diese komischen Viecher. Tja, der Typ da hinten hat auch noch was liegen. Habe ich keinen Hunger mehr. Das hat sich die Eier bei uns abgelegt oder was? Ja, jetzt sind wir infiziert. Ne, warte mal, geh mal zum Typen da hinten, der hat glaube ich was. Ich bin mir noch nicht gerade sicher, aber er doch müsste. Links, links.